Nun, meine lieben Zuschauer, ich grüße Sie recht herzlich zum jetzigen JFD Live Trading TV, kurz vor den News aus Great Britain. Wir sehen hier reichlich Momentum aktuell am Markt. Der Euro gerät hier schon sichtlich unter Druck und just eben hatten wir auch eine Goldpreisanalyse rausgeschossen, die in Kürze zu sehen sein wird. Goldpreis hier auch jetzt just mit neuen Tagestiefs. Sieht ganz interessant aus, was hier passiert. Aber wir wollen uns jetzt erstmal dem britischen Pfund zuwenden, das jetzt hier nach unten erhöhte Volatilität aufzeigt. Wir sind hier gerade im Stundenchart-Intervall auf der linken Seite unterwegs. Und wir wollen mal sehen, wie die News jetzt hier gleich konkret verdaut werden. Wir sehen eine erhöhte Wolle aktuell schon einmal in Richtung neuer Tiefs. Das heißt, hier ist schon wieder etwas Dynamik drin. Und wir hatten ja das Pfund auf der Pfanne im heutigen Devisenradar da schon mal eingegrenzt. Ich will es ganz kurz nochmal hier im Tagesschart hochnehmen, hochladen. Industrieproduktion im Januar minus 0,1%. Erwartet wurde ein Plus. Das ist schon mal schlecht. Und genau diese Reaktion sahen wir ja auch in dem ersten Dip nach unten. Der Preis, ja, testete hier neue Tagestiefs an. Und jetzt wollen wir auch deshalb gerade mal den Stundenchart hochladen. Die Erzeugung und produzierende Gewerbe lese ich gerade auch unglaublich. Minus 0,5%. Erwartet wurde auch hier ein Plus. Nämlich von 0,3%. Also hier ganz schlechte Daten aus Great Britain. Dafür muss ich zugeben, ist das Verhalten eigentlich noch relativ human. Insofern mal schauen, was dann auch nach unten möglich wird. Also mir scheint hier definitiv, wir sind hier noch nicht am Ende der Spirale. Und insofern geben wir mal Obacht, was der Preis noch macht. Tatsache ist, wir sind bislang in einer Range von 59 Pips gelaufen. Also hier die heutige Tagesbewegung, 59 Pips, und das Pfund bewegt sich bekanntermaßen ein Stück weit mehr, nämlich um die 90. Also ist hier noch einiges an Spielraum in jedem Falle verfügbar. Und das sollte das britische Pfund gegenüber dem US-Dollar eigentlich auch ausreizen. Wir sehen hier zunächst auf Tagesschartbasis ein ganz wichtiges Level. Das hatten wir im Devisenradar vorhin auch schon eruiert, nämlich hier das Niveau um 1,5020, 1,5030. Da dürften wir heute drauf zusteuern. Und genau dort wird es eben spannend im Sinne der weiteren Verfahrensweise. Tatsache ist, wenn wir hier drunter gehen per Tagesschluss unter diese Unterstützung, das haben wir natürlich hier auch schon mal am 22.01. gesehen, dann könnte sich aber diesmal nicht so eine rettende Erholung einstellen, sondern vielmehr ein klarer Durchbruch nach unten. Liebe Zuschauer, ich gehe irgendwie davon aus, dass das passieren wird. Um ehrlich zu sein, das Pfund sieht hier schwer angeschlagen aus. Schauen wir uns das ganz kurz im Stundenchart auch an. Wir haben hier übergeordnet einen ganz sauberen Abwärtstrendkanal. Ja, hier beginnend, Moment, ganz sauber ist er nicht. Mal direkt nochmal ein Stück weit anlegen. Aber grundsätzlich haben wir hier ein schönes Abwärtstrendkanal-Momentum. Und genau dieser lässt hier eben dann weiter fallende Preise zu. Sehen Sie hier, wir versuchen das ein Stück weit einzufangen. Nach unten ist der Weg frei. Wir sind unterhalb des Daily Pivot Points. Ein neues Tagestief dürfte eigentlich jetzt hier weitere Verluste provozieren. Sozusagen dann bis 1,5020 Support Level 1 anhand des Pivot Point abgeleitet und sogar auch dann hier das Niveau von 1,4975. Was sagt aber hier die Wochenstatistik heute zum britischen Pfund gegenüber dem US-Dollar? Das wollen wir uns gleich mal anschauen. Wenig überraschend werden Sie feststellen, dass hier der Mittwoch eigentlich ein positiver Tag ist, denn das britische Pfund verhielt sich während der Vergangenheit auch relativ gesehen stabiler als der Euro zum Beispiel. Darum ist es auch hier so, dass hier die positiven Tendenzen gerade zu Wochenbeginn klar zu sehen sind. Doch was ist hier? Donnerstag, Freitag, äußerst bedenkliche Tagesstats. Also hier während der vergangenen 52 Handelswochen gelang hier nur in 36% Schrägstrich 31% der Fälle ein positiver Schlusspreis. Das heißt, für morgen haben wir sichtlich bärische Vorzeichen und das dürfte sich dann entsprechend auch auswirken, dass wir hier im Stundenchart-Intervall eigentlich weiter nach unten kippen dürften. Die News, wie gesagt, hat das Pfund eigentlich ganz gut verdaut. Schauen wir uns mal kurz an, was wir heute Nachmittag noch zu erwarten haben. Wir haben hier noch eine Schätzung gegen 16 Uhr. Die wird allerdings von der Präferenz nicht so hoch eingeschätzt. Gehen wir noch mal ein Stück weit auf den morgigen Donnerstag. Da haben wir hier wieder das Handelsbilanzsaldo. Das wird morgen 10:30 Uhr nochmal für Furore sorgen. Und am Freitag auch Bauproduktion Januar. Wenn diese Daten auch schlecht ausfallen sollten, meine lieben Zuschauer, dann ist davon auszugehen, dass das britische Pfund hier innerhalb dieses Abwärtstrendkanals auf Stundenbasis definitiv weiter nach unten driftet und hier auch dann sogar dieses Support-Level im Bereich um 1,5030 eben dann 1,5020 aufgibt. Das verspricht dann in der weiteren Beschau auf den Wochenchart mit großer Sicherheit ein Test dieses Support-Levels hier um 1,48. Definitiv sieht es derzeit so aus, als würden wir hier nochmal einen schönen Swing nach unten starten und eben hier die Tiefs aus 2013 testen können. Umgekehrt
muss man sagen, würde sich erst die ganze Lage aufheilen, wenn wir hier im Stundenchartintervall hier über 1,5130, 1,5150 rausziehen würden. Dann hätten wir technisch Perspektiven. Jawohl, hier auf Tagesbasis in Richtung 1,52, hier dann im Stundenchartintervall ein Stück weit rausziehen, hier in Richtung 1,5350. Aber ganz ehrlich, liebe Zuschauer, danach sieht es nicht aus. Schauen wir ganz kurz noch auf die FTSE-Logik. Hier zum britischen Pfund gegenüber dem US-Dollar, da sehen wir hier sehr interessant die aktuellen Preisverläufe und die FTSE-Logik hat in einer gewissen Art und Weise tatsächlich das aktuelle Tief hier schon vorausgeahnt, wenn gleich auch zeitlich ein Stück weit verschoben. Die FTSE-Logik Intraday weist selbst jetzt hier auf eine Erholungs-Seitwärts-Tendenz hin. Ob es so kommt, wollen wir mal sehen. Letztlich eine sehr, sehr interessante Bewegung und nochmal eine Ergänzung zum Devisenradar, gerade eben jetzt hier, dass die News schlecht reinkam und die Perspektive für weitere Tiefs in jedem Falle gegeben ist. Also Erholungsmanöver bieten sich eigentlich beim britischen Pfund. Jetzt gehen wir auch auf neue Tiefs. Jetzt wird das so ein bisschen verdaut endlich, was wir hier negativ reinbekommen haben. Also es sieht definitiv so aus, als würden wir nach unten wegbrechen. Nach oben hin Pivot Point beachten, gehen wir darüber, dann haben wir hier eine Seitwärtsrange wahrscheinlich zu erwarten. Aber es sieht nicht so aus, als würden wir hier nochmal über 1,5070, 1,5071 hinausblicken können. Gut, liebe Zuschauer, das wäre es auch schon gewesen. Aller Kürze und Würze zum JFD-Devisenradar zu den News aus Great Britain. Wenn Sie mögen, schalten Sie einfach später nochmal ein, denn wir wollen uns auch noch den DAX anschauen. Bis dahin, beste Grüße, Ihr Christian Kemmer.